Eine weite Anreise zu unserem Vergleichstest hatten die Kollegen von Pöttinger aus Österreich zur Unterstützung ihrer Drillmaschine. Angetreten sind sie mit der Terrasem C6 in der Ausstattungsvariante Artis Plus. Von der Deichsel über die Planierschiene und das hydraulisch einstellbare Scheibenfeld hat die Maschine einen aufgeräumten Eindruck hinterlassen. Über die Highlights der Maschine berichtet Karl-Walter Wintersteiger von Pöttinger. Die Terrasem, wie sie hier steht, mit 6 Meter zeichnet sich aus durch den neuen IDS-Verteilerkopf, wo alle 48 Auslässe per Knopfdruck ansteuerbar sind. Des Weiteren haben wir ein zentrales Organ auf dieser Maschine, ist der Reifenpacker, der mit 150 mm Offset für sehr hohe Laufruhe sorgt. Und dahinter natürlich die wichtigste Arbeit macht dann die Seeschiene mit 12,5 cm Reihenabstand und über 30 cm Scharschritt. Erreichen wir hier sehr genaue und exakte Ablagequalität auch bei hohen Geschwindigkeiten. Wie die Saatgutverteilung auf unserem Prüfstand aussah und welches Bild die Terrasem beim Feldaufgang ablegte, finden Sie in der detaillierten Beitragsserie in den Profi-Ausgaben Januar bis März 2020. An eine freiwillige Überprüfung der Section-Control-Funktion hat sich Pöttinger mit dem IDS-Verteilerkopf noch nicht getraut. Grundsätzlich bietet die Einzelreihenüberwachung und die Möglichkeit der individuellen Reihenabschaltung aber durchaus interessante Möglichkeiten. Neben Lemken ist Pöttinger als einer von zwei Herstellern mit einem Doppelscheibenschar in Parallelogrammaufhängung angetreten. Für eine gute Konturanpassung sorgt außerdem eine aufwendige Anbindung der Scharschiene über je ein Viergelenk pro Segment. Die glatten Scheiben der Kurzscheibenegge bringen laut Hersteller Vorteile bei der Tiefenführung der nachlaufenden Sähschare. Für manche Einsatzbedingungen könnte es mit dieser Scheibenbestückung jedoch zu Problemen kommen, vermuten wir. Beim Maschinengewicht kann Pöttinger kein Lob ernten. Mit 10.540 Kilogramm Leergewicht ist sie nahezu gleich schwer wie die Kompakt Solitär von Lemken. Bei unseren Messungen zum Zugleistungsbedarf stellte sie die höchsten Anforderungen.